So, guten Tag zusammen. Hier spricht Dirk Zichiel. Ich bin der Geschäftsführer der Gorobi GmbH mit Sitz in Deutschland. Und in dem heutigen Webinar wird unser Partner Oikonomy darüber berichten, wie man Excel-basierte Planungstools in unternehmensweite Optimierungsanwendungen überführen kann. So, genug zum Organisatorischen. Ich möchte Ihnen kurz den heutigen Vortragenden vorstellen. Dr. Ingmar Steinzen von der Oikonomy GmbH, er ist dort Geschäftsführer, hat promoviert im Bereich Operations Research am Lehrstuhl von Lena Suhl an der Uni Paderborn und ist Experte in verschiedenen Optimierungsgebieten, Produktionsplanung, Kapazitätsplanung, Network and Supply Chain Design und Stocking Problems. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Dirk, für die netten Worte. Vielen Dank an alle Teilnehmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute uns das Thema ein bisschen zu begleiten. Dirk hatte schon gesagt, heute geht es um die Migration von Excel-basierten Planungstools zu unternehmensweiten Optimierungsmodellen und Anwendungen. Und ja, das ist ein Thema, wo wir als OR-Consultants häufiger mit in Berührung kommen, wo wir gerne unsere Gedanken und unsere Erfahrungen ein bisschen mit Ihnen teilen möchten, sodass Sie das in Teilzeit auch in Ihre Organisation tragen können, um die eine oder andere Hürde vielleicht zu umschiffen. Ja, heute wird es nach einer kurzen Einführung darum gehen, um Sie alle mitzunehmen, wie Sie vielleicht die Optimierungsmöglichkeiten erkennen. Wir werden eine kurze Case Study vorstellen, wie wir bei dem Kunden Lufthansa Flight Training eine Optimierungsanwendung implementiert und auch ausgerollt haben. Dann werden wir ein bisschen was über die Optano-Plattform erzählen, womit wir die Case Study umgesetzt haben und die wir sehr gerne in unseren Projekten einsetzen. Und zusätzlich am Ende eben noch eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir glauben, die wesentlichen Punkte im Bereich Migration von Excel-basierten Planungstools sind. Ja, bevor es losgeht, würde ich gerne noch ein paar Worte zur Oikonomy selbst sagen. Wir haben 2009 gegründet in Paderborn in Deutschland, sind momentan 16 Mitarbeiter. Die Hälfte davon hat einen Operations Research Background, entweder mit Schwerpunkt Mathematik, Informatik, aber auch Wirtschaftsinformatik sind einige dabei. Unsere Grundexpertise ist eigentlich in der Erstellung von Custom-Applikationen, also Applikationen, die wir individuell für den Kunden erstellen. Und Teil aller Applikationen ist eigentlich immer eine wesentliche Komponente aus dem Bereich Optimierung, Simulation oder auch allgemeine Analytics-Fragestellung. Wir haben in relativ vielen Problemen schon gearbeitet, an vielen Industrien, eine wesentliche Applikationsebene sind im Bereich Supply Chain Design, Logistik oder auch in der Produktionsplanung. Ja, wir haben für auch Firmen verschiedener Größenordnungen gearbeitet, also von relativ kleinen Firmen von etwa 100 Mitarbeitern bis hin zu sehr großen Firmen wie Daimler, BMW und auch Miele. Und ja, hiermit eigentlich geht einher, dass wir im Bereich unserer Dienstleistung sowohl Consulting-Software erstellen, die gesamte Prozessintegration machen und eben am Ende auch den Support. Ja, viele von Ihnen ist vielleicht schon bekannt, wie Optimierung funktioniert und wie Sie das am besten in Ihren Organisationen einsetzen. Ich möchte trotzdem eine kurze Einführung geben, da einige von Ihnen noch nicht so viel mit Optimierung in Berührung gekommen sind, wie Sie Optimierungsprobleme erkennen können und vielleicht das meiste daraus ziehen können. Ja, ein paar Schlüsselfragen, um erstmal zu erkennen, ob Sie ob vor einem Optimierungsproblem stehen, ohne dass Sie jetzt ein Optimierungsexperte sein müssen. Sind eben, dass Sie auf Ihre Ressourcen schauen und schauen, welche dieser Ressourcen sind vielleicht nicht optimal ausgelastet, haben Sie irgendwelche Engpässe, vielleicht auch wechselnde Engpässe. Und auch wenn es nicht immer zeigt, dass Sie ein wirkliches Optimierungsproblem haben, so zeigt es meistens auch in die richtige Richtung und die Gebiete, wo man halt mal näher reinschauen sollte. Jetzt der zweite Punkt an Schlüsselfragen ist, dass man sich Gedanken macht, wo man eigentlich häufiger Entscheidungen trifft über die Ressourcen in ihrer Firma. Also beispielsweise die Maschinenauslastung ist ein typisches Beispiel, dass man halt häufig darüber entscheidet, welche Aufträge auf welche Maschinen eingeplant werden sollen. Ein anderer Punkt, den wir auch für sehr, sehr hilfreich gefunden haben, ist, dass es häufiger Planungsfragestellungen gibt, wo man halt intern
länger diskutiert und auch regelmäßig diskutiert. Und das können sowohl strategische als auch vollständig operative Fragestellungen sein. Ja, und das vierte und vielleicht auch am schwierigsten zu beantworten worden ist, also wenn Sie einen Bereich identifiziert haben, wo Sie vor einem Planungsproblem oder einem Planungspuzzle stehen, wie definieren Sie eigentlich das Beste? Was ist das Optimum? Und auch wenn diese Frage manchmal sehr schwer zu beantworten ist, so lohnt es sich mal, sie zu beantworten, weil das eigentlich die Richtung vorgibt, in der Sie sich hinterher optimieren möchten. Und eine entscheidende Frage, die sich sofort anschließt, ist Ihr derzeitiges Performance Measurement, also das, wie Sie momentan die Performance Ihrer Produktion oder Ihrer Supply Chain messen, beinhaltet die genau das, was Sie jetzt als Bestes definiert haben? Ja, Optimierung oder Entscheidungen treffen ist, wenn Sie also so ein Gebiet identifiziert haben, dann kommen Sie entweder aus einer Situation, wo Menschen dieses Planungspuzzle bearbeiten oder lösen und vielleicht auch gegebenenfalls auch mit Computerhilfe. Oft ist es aber eben so, dass man ein Zusammenspiel zwischen beiden Komponenten hat, und wir wollen gerne nochmal ein paar Wörter darüber verlieren, wo eigentlich vielleicht Menschen besonders gut sind und wo Computer entsprechend unterstützen können. Menschen sind aus unserer Sicht insbesondere dann gut, wenn man eine sehr tiefe Expertise braucht und vielleicht alle Regeln noch nicht vollständig verstanden sind. Also dass es Bereiche gibt, die analytisch momentan nicht erfasst worden sind. Da sind Menschen sehr, sehr gut drin. Wo Menschen auch sehr gut drin sind, im Computer weniger, wenn die für die Entscheidung relevanten Informationen eben nicht vollständig verfügbar sind in Form von Datenbanken oder anderen digitalen Medien. Weiterhin ist interessant, wenn der Planungsprozess eigentlich emotional geprägt ist, also dass man nicht eine emotionale Diskussion führen muss oder Emotionen bei der Entscheidungsfindung generell eine Rolle spielen. Aber Menschen auch tendenziell besser sind als Computer, ist, dass sie Lösungen finden, die vielleicht nicht im ursprünglichen Entscheidungsrahmen eigentlich liegen. Also wenn Sie beispielsweise ein Optimierungsmodell oder eine Optimierungsmethode definiert haben, dann fällt es dieser Methode sehr schwer, Lösungen zu finden, die außerhalb des bisher definierten Lösungsraumes sind. Menschen können diese Lösung natürlich finden, weil es diese Begrenzung natürlich nicht gibt. Menschen sind auch sehr gut da drin, wenn sich die Umgebung halt sehr schnell ändert. Damit ist jetzt weniger gemeint, dass sich die Bewegungsdaten und die Daten halt schnell ändern, sondern damit ist andererseits eher gemeint, dass sich die Rahmenbedingungen, also vielleicht die Begrenzungen oder die Limitierungen, die so ein Optimierungsproblem hat, dass die einem stetigen Wandel unterliegen. Ja, auf der Computerebene ist das Ganze ein bisschen einfacher. Das Naheliegende ist natürlich, dass Computer sehr, sehr gut darin sind, große Mengen an Daten erstens zu sortieren, zu screenen, jedenfalls auch etwas daraus abzuleiten, aber natürlich auch eine große Anzahl von Alternativen, beispielsweise beim Optimierungsproblem, zu durchsuchen und gegebenenfalls das Beste auszuwählen. Computer sind auch in der Lage, kognitive Verzerrungen aus dem Weg zu gehen. Wenn man jetzt bei Wikipedia mal guckt, findet man sehr viele. Ich würde gerne mal zwei Beispiele mal nennen. Wenn Sie beispielsweise die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines bestimmten Events bewerten wollen, dann ist man eher geneigt, Ereignisse als sehr wahrscheinlich einzuschätzen, wenn einem schnell ein Ereignis einfällt, wo genau das aufgetreten ist. Das ist die sogenannte Availability Heuristik. Auf der anderen Seite neigt man als Mensch, und da kann ich mich auch leider nicht von frei machen, generell dazu, die Meinung eher zu akzeptieren, wenn sie der eigenen Meinung tendenziell entspricht. Also das ist auch eine Verzerrung, der man leider immer wieder unterliegt. Und das Ziel von Optimierung muss jetzt eigentlich sein, die Stärken von Menschen und von Computern eigentlich so zusammenzubringen, dass man halt am Ende eine deutliche Verbesserung der Planungssituation eigentlich bekommt. Ja, wie funktioniert Optimierung generell? Das Ganze startet eigentlich mit der Realität oder den Daten, die Sie halt haben, wo man eigentlich am Anfang eine Analyse der Planungssituation macht, dann definiert, was Sie eigentlich an Restriktionen oder an Zielen oder auch an zu treffenden Entscheidungen in diesem Modell abbilden wollen. Dann müssen Sie halt schauen,
dass Sie auf der anderen Seite alles, was Sie halt für diese ersten drei Punkte halt benötigen, auch in Input-Daten irgendwo bereitstellen können. Also, dass Sie halt sagen, dass Sie beispielsweise bei einer Produktionsplanung natürlich sagen können, naja, wie sind jetzt meine Kapazitäten, wie sind die Bedarfe in Fertigungsaufträgen? Es hilft Ihnen eben nicht, wenn Sie beispielsweise die Bedarfe nur sehr ungenau oder gar nicht digital vorhanden haben. Also, wenn Sie das jetzt alles zusammen haben, dann können Sie sowohl die Daten, also das, was Sie in der Analyse gelernt haben, in ein Optimierungsmodell geben. Es hat eben eine Zielfunktion. Da gibt es gewisse Restriktionen und es gibt einen gewissen Freiheitsgrad. Also es gibt Sachen, die das Modell halt entscheiden soll oder muss. Und es gibt Grenzen, in denen halt diese Entscheidungen sich bewegen müssen. Und innerhalb dieser Grenzen wird es dann hoffentlich einen Punkt geben, der optimal ist oder der eben das Beste ist. Also beispielsweise eine maximale Auslastung oder ein möglichst günstiges Supply Chain Netzwerk oder alles, was im Prinzip mit Kostenminimierung oder Umsatzmaximierung zu tun hat, da kann man das so ein bisschen auf runterbrechen. Dann nimmt man dieses Modell, löst es im Idealfall mit mit einem Industrieserver wie zum Beispiel Gorobi. Also wenn Sie dann, sobald Sie dann die Lösung haben, dann würden Sie die Lösung auch dem Business User, den Sie in der Phase 1 interviewt haben und dessen Ziele Sie erfragt haben, wollen Sie die Ergebnisse präsentieren. Also beispielsweise, bevor Sie die Fertigungsaufträge auf die Maschinen einplanen, also sogenannte Produktionssequenzen, vielleicht ein optimales Supply Chain Netzwerk oder auch, wie Sie Produkte auf Linien beplanen. Und das wollen Sie ihnen so darstellen, dass der Planer halt schnell erkennen kann, dass seine Eingabedaten zu seinen Ausgabedaten passen und eben so zueinander passen, dass es möglichst ein Optimum halt gegeben hat. Was uns in dem Kontext eigentlich immer sehr wichtig ist, das Ziel eigentlich weniger ist, oder überhaupt nicht ist, einen Planer zu ersetzen, sondern es geht eigentlich mehr darum, dem Planer zu helfen. Also es geht darum, beispielsweise dieses riesige Planungspuzzle, vor dem man sitzt, eben so weit vorzupuzzeln, dass der Planer nicht mehr hunderttausende Teile puzzeln muss, sondern vielleicht nur noch fünf oder zehn für die Ausnahmen, die vielleicht in dem Modell nicht berücksichtigt werden sollten. Und am Ende wird man also zum einen sehen, dass man bessere Lösungen erhält und vor allem auch in kürzerer Zeit erhält. Also die Frage ist jetzt, sobald man jetzt so ein erkannt hat, dass man ein Modell oder ein Problem haben kann, hat man jetzt dieses Wissen oder diese Optimierungsmöglichkeit, wie kann ich die jetzt in meine Organisation bringen? Und aus unserer Erfahrung hat sich eigentlich so ein fünfstufiges Vorgehen eigentlich ganz gut bewährt. Also am Anfang beginnt man natürlich damit, dass man erstmal das richtige Problem suchen muss, wie mit den fünf Fragen, die wir eingangs schon gehört haben. Dann geht es darum, das richtige Team dafür zu finden und eben vor allem auch sehr wichtig, ja, die Überzeugung und die Unterstützung aus dem Top-Management eigentlich zu bekommen. Wenn man soweit alles zusammen hat, dann geht es halt darum, ja eigentlich eine Form von Spezifikation oder eine konkrete Problemdefinition eigentlich zu finden. Was wollen wir optimieren? Was sind meine Eingabedaten und was sind meine Ausgabedaten? Und in dieser relativ frühen Phase, also bevor Sie noch nur irgendetwas modelliert haben, hat es sich für uns als sehr hilfreich erwiesen, wenn man auf relativ grober Ebene mal abschätzt, was eigentlich die Vorteile sein werden. Also sowohl qualitativer Natur, also Sie brauchen weniger Zeit, Sie sind schneller, aber halt auch quantitativer Natur. Also was ist das, was Sie am Ende des Tages sparen können? Dann eben die gesamte Projektplanung mit Projektstrukturplan und diese typischen Mechanismen, die man eben verwendet. Und dann glauben wir, dass es sich als eigentlich als sehr hilfreich erwiesen hat, wenn man relativ schnell einen Prototypen entwickelt, also mit Tools wie Excel oder Python oder auch anderen algebraischen Modellierungssprachen, mal zu prüfen, ob das, was man jetzt eigentlich modellieren möchte und an Daten bereithält, ob sowohl das von der Datenseite passt, als auch, dass wir von der Optimierungsseite Lösungen generieren können, die halt den Schlüsselbenutzern in ihrer täglichen Planung eigentlich helfen. Und da ist es eben wichtig, dass wir Schlüsselnutzer eigentlich auswählen, die ja, dem Optimierungs- oder dem Optimierungsansatz grundsätzlich positiv gegenüberstehen, weil sie werden sehr viel Feedback sehr viel Feedback bekommen und das ist eine sehr gute Grundlage für die spätere Akzeptanz eines Projektes, sofern Sie halt das ganze unternehmensweit ausrollen wollen. Jetzt sehen Sie schon im unteren Bereich, dass diese ersten drei Phasen
in der Regel mit Hilfe von Prototypen eigentlich unterstützt werden. Also da geht es weniger darum, sofort eine Software zu haben, die man sofort im Einsatz haben möchte, sondern man möchte erstmal wissen, ob man an dem richtigen Problem eigentlich arbeitet. Und die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich, wenn man auf dieser Prototypenebene ist, wie kommt man jetzt für den Fall, dass man eben einen erfolgreichen Proof of Concept gemacht hat, wie kann ich das jetzt unternehmensweit ausrollen? So dass eben nicht nur Experten oder Consultants dieses Tool bedienen können, sondern auch User, die vielleicht mit Optimierung oder quantitativen Fragestellungen bisher überhaupt nicht in Berührung gekommen sind, die aber halt aufgrund der Fachexpertise diese Tools hinterher einsetzen sollen. Und unsere Empfehlung ist eigentlich, oder auch unsere Erfahrung ist, dass das Ganze recht gut funktioniert, wenn man entweder eine Standardapplikation kauft. Für einige Fragestellungen gibt es ja durchaus Standardapplikationen. Oder man etwas Individuelles erstellt, aber dann vielleicht nicht von Grund auf, sondern auf Basis von der Plattform eigentlich aufbauen sollte. Also Schritt 4 im Grunde genommen, also die Erweiterung eines Prototypen auf eine ja, unternehmensweite oder Enterprise-Ready-Applikation. Der Schritt ist manchmal nicht so einfach, weil man hat ja ein Excel-Tool, wo man vielleicht sehr viele funktionale Anforderungen schon abgebildet hat. Aber es gibt sehr viele ja, nicht funktionale Anforderungen, die mit Excel halt sehr schwer abzubilden sind. Da werden wir jetzt im weiteren Verlauf noch ein bisschen näher reinschauen. Zusätzlich natürlich, dass Sie das, was Sie, die Zeit, die Sie eigentlich in diesem Prototypen ursprünglich gesteckt haben, gegebenenfalls halt verloren ist, weil Sie sozusagen mit einer neuen Suche oder gegebenenfalls mit einer neuen Implementierung anfangen müssen. Im Schritt 4, also im Schritt 5, wenn Sie dann also wenn Sie sich für eine Applikation entschieden haben oder eine individuelle gebaut haben, geht es eben darum, dass man dass man den Nutzen daraus zieht von dem, was man dann gebaut hat und natürlich schaut, wo man vielleicht ähnliche Probleme in seiner Organisation findet, die mit dem gleichen oder mit einem ähnlichen Tool eigentlich gelöst werden können. Es gibt jetzt unterschiedliche Herangehensweisen, wie man eigentlich Unternehmensanwendungen oder unternehmensweite Optimierungsanwendungen erstellen kann. Ich würde jetzt gerne mal auf drei unterschiedliche eingehen, also ein bisschen die Vor- und Nachteile beleuchten. Die erste Idee wäre ja, man nimmt einen Prototypen und rollt ihn unternehmensweit aus. Da haben wir jetzt ein paar Nachteile. Also das ist auch nicht mit Excel immer einhergeht, das ist relativ schwer zu warten. Und was wäre, wenn Analysen sind, eigentlich nur dadurch zu gewährleisten, dass man Dateien kopiert. Zusätzlich ist es natürlich bei großen Datenmengen stößt Excel auch ganz einfach an seine Grenzen und ist dafür eigentlich auch nicht gemacht, bezüglich auch Transaktionssicherheit, Nachverfolgbarkeit und so weiter. Und wenn Sie mal angefangen haben, sehr viele Was-wäre-wenn-Analysen durch Kopieren zu erstellen, ist natürlich auch das Problem, dass Sie am Ende hunderte von Excel-Files haben und es eben gegebenenfalls mehrere Versionen der Daten gibt oder der Wahrheit gibt und es ist manchmal vielleicht nicht ganz so einfach festzustellen, was denn jetzt das ist, was jetzt aktuell ist. Auf der Haben-Seite haben wir definitiv, es ist sehr einfach zu bedienen und fast alle Business-User kennen dieses Tool, also können irgendwo damit umgehen und fühlen sich dort zu Hause. Was auch sehr, sehr gut an Excel ist, das ist eben sehr flexibel. Also Sie können alles damit machen oder sehr viele Sachen damit machen, ohne dass Sie einen Softwareentwickler oder einen Datenbankarchitekten eigentlich bemühen müssen, sondern das können Sie halt selbst machen. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Auf der anderen Seite, wenn wir uns Standardapplikationen mal anschauen, haben die natürlich einen sehr großen Vorteil, da sind ja Best Practices drin gebündelt. Und in der Regel sind sie auch sehr, sehr gut skalierbar und die Performance ist auch sehr gut. Der Nachteil ist gegebenenfalls, und das wird der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch schon bei einer ERP-Einführung gemerkt haben, es ist relativ schwierig, einen Wettbewerbsvorteil eigentlich daraus zu generieren. Insbesondere dann, wenn beispielsweise eine gesamte Industrie oder sehr, sehr viele ihrer Konkurrenten die gleiche Software einsetzen, dann macht das eigentlich keinen Unterschied, ob Sie diese jetzt kaufen oder nicht, weil Sie eben dann keinen Vorteil gegenüber Ihren Kunden haben. Als mittleren Teil kann man vielleicht noch bewerten, dass natürlich aufgrund der Standardisierung gegebenenfalls dazu kommen kann, dass Sie eben nicht alle Anforderungen abbilden können. Und als zweiten Punkt in diesem gelben Bereich, wenn Sie halt ändern müssen, entweder geht es gar nicht oder es kann natürlich auch mit relativ hohem Aufwand verbunden sein. Kann, aber muss natürlich nicht so sein. Dann haben wir als andere Extrem, Sie bauen Ihre Applikation vollständig selbst. Also Sie fangen bei null an
und haben dann natürlich den Wettbewerbsvorteil. Das, was Sie dort gebaut haben, hat hoffentlich noch kein anderer. Und wenn Sie es selbst gebaut haben, können Sie auch sehr gut adaptieren, wenn sich hier Ihr Geschäftsmodell ändert oder wenn sich die Anforderungen ändern. Auf der negativen Seite haben wir auf jeden Fall das, naja, zumindest die Erwartung ist, dass wir ein hohes Risiko und auch hohe Kosten haben werden und dass es relativ lange dauert, bis wir halt so eine Applikation wirklich lauffähig haben und ausrollen können. Also wenn man jetzt sich alle drei eigentlich mal anguckt, dann jeder hat so seine Vorteile und seine Nachteile und die Frage ist, ob es jetzt etwas gibt, was genau dazwischen liegt, also was die Vorteile von beiden vielleicht vereint. Und das hatte ich im Eingang schon gesagt, wir glauben tendenziell, dass plattformbasierte Applikationen, also Applikationen, die Sie zwar individuell erstellen, aber bei denen Sie eben nicht von null anfangen in der Erstellung, sondern wo Sie halt viele Funktionen, die Sie in optimierungsbasierten Applikationen immer brauchen, wie Szenario-Management, wie Datenbankverbindungen, wie Sicherheitskonzept, dass Sie die halt wiederverwenden können und eben nicht das alles immer neu implementieren müssen. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann können wir den Nachteil der Custom-Applikation ein bisschen aufweichen, indem wir eben weniger Risiko haben, weil man eben sich mehr oder weniger nur mit den funktionalen Anforderungen einer Optimierungsapplikation nur noch beschäftigen muss. Und man hat auf jeden Fall eine deutlich geringere Entwicklungszeit, weil halt viel schon implementiert und getestet ist, ohne dass man im Gegensatz zu einer reinen Custom-Applikation das wieder halt alles nochmal machen muss. Auf der anderen Seite haben wir den kleinen Nachteil, den wir auf der paketierten Seite hatten, dass es eben sich nicht anpasst oder dass es keinen Wettbewerbsvorteil gibt, haben wir natürlich nicht, weil wir genau ein Custom-Optimierungsproblem implementieren und am Ende auch ausrollen. In der Regel haben plattformbasierte Applikationen auch nicht den Nachteil, dass sie nicht skalieren oder nicht performant sind, sondern sie sind eigentlich in der Regel auf den Umgang mit großen Datenmengen gut ausgerichtet. Ja, bevor ich vielleicht noch so ein paar Wörter dazu sage, was denn vielleicht die entscheidenden Punkte sind, wenn man jetzt von einem Excel-Prototypen kommt und zu einer Unternehmensanwendung möchte, ein paar grundsätzliche Punkte, von denen wir glauben, dass sie hilfreich sind bei der Umsetzung von Optimierungsprojekten. Also nicht nur auf Prototypenebene, sondern eben auch ein bisschen zur Unternehmensanwendung. Generell hat es sich als ja, sehr gut hergestellt, wenn man in einer sehr, sehr frühen Projektphase eigentlich definiert, was das Beste ist. Das hatte ich eingangs schon gesagt, eine der entscheidenden Fragen, sehr früh zu definieren, was ist das Beste und sich nicht sofort, eigentlich, man muss eigentlich mit dem Kunden sehr genau sprechen und gegebenenfalls auch die Annahmen oder Begrenzungen, die bei dem Kunden vorherrschen, nochmal genau zu hinterfragen, ob die jetzt dadurch kommen, dass der Kunde momentan nicht anders mit diesem Planungsproblem umgehen konnte oder ob sie wirklich businessgetriebene Begrenzungen sind. Dann sehen wir immer wieder, dass sehr schnell eigentlich der Aufwand unterschätzt wird, den es benötigt, um wirklich saubere und gut benutzbare Daten zu bekommen. Also wir haben beispielsweise Fälle gehabt, wo wir in der Ursprungsanalyse festgestellt haben, die Daten sind da, die sind im SAP gepflegt. Dann haben wir die ersten Optimierungen gemacht und festgestellt, oh Mensch, diese Daten hat noch nie jemand vorher benutzt und dementsprechend ist auch die Stammdatenqualität gewesen, sodass man dann relativ viel Aufwand nochmal treiben musste, um die Daten so zu säubern, dass sie halt für einen Optimierungsanwendungsfall auch benutzbar waren. Dann glauben wir, dass es sehr wichtig ist, dass man zusätzlichen Wert oder zusätzliche Features dem Enduser präsentiert, der eben über die reine Benutzung von Excel eigentlich hinausgeht. Also sowas wie Validierung, schönes Szenario-Management, sehr einfach zu bedienen sind, glaube ich, wesentliche Erfolgsfaktoren, damit eine Optimierungsanwendung eben nicht nur eine sehr gute Optimierung hat, sondern auch sehr viel verwendet wird. Dann glauben wir als Viertes, dass es sehr hilfreich ist, wenn man Optimierung oder Optimierungsapplikationen auf Komponenten aufsetzt, die eben industrieweit im Einsatz sind. Also wie beispielsweise ein Solver wie Gorobi, natürlich einen sehr guten Vorteil, dass man einen sehr schnellen und sehr guten Solver hat und man muss jetzt seine Optimierungsmethode nicht einfach null auf implementieren, sondern man kann sich eigentlich auf die Modellierung konzentrieren und kann auch bei Änderungen, muss man natürlich nur das Modell ändern und nicht auch noch die Lösungsmethode, was halt der Fall wäre, wenn man eine Custom etwas implementiert.
dann über alles glauben wir, dass ein sehr partnerschaftlicher Umgang hilfreich ist und vor allem auch einer sehr frühen Phase schon das, ja, die Überzeugung des vom Top-Management und die Unterstützung des Top-Managements eigentlich zu gewährleisten sollte. So, jetzt ist ja die Frage, neben diesen generellen Erfolgsfaktoren, wenn man jetzt bei einen Excel-Prototypen hat, was sind Punkte, die wir aus unserer Erfahrung gesehen haben, die halt immer wieder aufkommen, die man eigentlich benötigt, die aber gegebenenfalls mit Excel sehr schwierig umzusetzen sind und die auch oft so ein bisschen ins Hintertreffen kommen. Also man fokussiert sich meist sehr auf die funktionalen Anforderungen, was muss man im Modell können, was ist das, wo kommen die Daten her, was ist das Beste, läuft es schnell genug und so weiter. Man vergisst dann aber so nicht funktionale Anforderungen, wo ich jetzt ein paar Fälle vielleicht von nennen möchte. Grundsätzlich, vielleicht nicht als erstes, aber immer wieder kommt, dass wir uns eigentlich um Authentifizierung und Sicherheitsmaßnahmen eigentlich Gedanken machen müssen. Also sehr oft möchten unsere Kunden natürlich jetzt sich im Optimierungstool nicht nochmal neu anmelden, sondern sie möchten ihren schon vorhandenen Elderboard Active Directory Account wiederverwenden. Also nicht 25 Passwörter haben, sondern genau eins mit Single Sign-On. Dann sich auch in der Optimierungsapplikation anmelden. Ein Punkt, der zusätzlich im Bereich Sicherheit immer wieder zum Tragen kommt, ist, dass man in irgendeiner Weise in der Applikation managen muss, wer darf was sehen zum einen, aber auch wer darf was schreiben oder eben nur lesen. Wenn man das von null auf implementieren muss, Sie wissen vielleicht in Excel, ist das mit der Sichtbarkeit vielleicht noch ein bisschen machbar, aber mit dem Lesen und Schreiben wird dann schon deutlich schwieriger. Im Bereich Usability hatten wir ja von Excel gelernt, dass was die Usability anbelangt, oder zumindest den Bekanntheitsgrad, der ist sehr, sehr hoch, es ist sehr einfach zu bedienen, die Leute kennen sich damit aus und das ist eigentlich auch die Erwartung, die sie an eine Optimierungsapplikation am Ende stellen, die eben sich nicht nur darin äußert, dass sie halt Excel-Dateien vielleicht laden oder kopieren können oder exportieren können, sondern die sich auch daran äußert, dass halt das generelle Look and Feel der Applikation einen sehr guten und vor allem auch sehr bekannten Eindruck machen sollte, um halt eine schnelle Akzeptanz zu bekommen. Dann zwei weitere Punkte, von denen wir glauben, dass sie in Excel relativ schlecht umzusetzen sind komplexe Validierungen. Also sehr oft verbringt man ja sehr viel Zeit damit, insbesondere in komplexen Szenarien, die Validierung zu implementieren und auch die Datenimporte zu automatisieren. Und das ist eben, sollte durch eine normale Applikation frühzeitig geregelt werden. Ja, Wartbarkeit ist auch immer wieder ein Punkt. Man darf halt nicht vergessen, wenn man etwas langfristig einsetzen möchte, braucht man auch ein langfristiges Support-Team. Und eben in der Regel ist ein Team dort hilfreicher als ein oder zwei Einzelpersonen, die gegebenenfalls auch mal die Abteilung wechseln können. Also stetiger Support ist etwas, was wir sehr befürworten. Sehr früh ist, glaube ich, auch wichtig, eine entsprechende Codequalität zu haben, mit statischer Codeanalyse oder Code-Reviews dann nicht sicherzustellen, dass das, was wir dort erstellen, unternehmensweit ausrollen, auch eine gewisse Wartbarkeit eigentlich verfolgt. Ja, weitere Beispiele sind Compliance, also Sie möchten, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind über Revisionshistorien, Sie wollen, dass das Ganze gut testbar ist, Sie wollen Lokalisierung und diverse andere nicht funktionale Anforderungen, die man eben möglichst frühzeitig in seiner gesamten Erstellungsphase eigentlich berücksichtigen sollte. Ja, dann noch vielleicht ein paar Wörter zu einer Case Study, die wir mit Hilfe einer plattformbasierten Software umgesetzt haben, mit unserer Optano-Plattform, die ich mal so ein bisschen Sie durch den Fall durchgehen, was wir dort eigentlich gemacht haben und wie wir das Ganze halt am Ende gelöst haben. Das war ein Fall, den wir bei der Lufthansa Flight Training gemacht haben und bei der Lufthansa Flight Training geht es grundsätzlich darum, dass Sie Simulatoren haben und auf diesen Simulatoren trainieren Piloten, um ja, gewisse Ratings zu erreichen. Und was wir dort genau gemacht haben, würde ich jetzt mal erklären. Grundsätzlich fängt es damit an, dass ein Pilot einen ATPL braucht, also eine Pilotenlizenz, der es einem erlaubt, ein Flugzeug einer gewissen Größe zu fliegen, plus Personen zu transportieren. Und das dauert etwa so 18 bis 20 Monate. Und das ist nicht das, was auf dem Simulator geübt wird, sondern das wird in der Regel in Arizona auf realen Flugzeugen geübt. Wenn man also jetzt erstmal diese Lizenz hat, dann braucht man als zweites ein sogenanntes Type Rating, womit man dann die Erlaubnis erwirbt, einen bestimmten Aircraft-Typen zu fliegen, also beispielsweise eine A320 oder eine B777. Was Sie also nicht dürfen, wenn Sie nur diese ATPL haben.
Und das ist das Erste, was auf dem Cockpit-Simulator ausgeführt wird und dauert so 15 bis 40 Stunden am Stück. Dann, wenn Sie das Type Rating mal haben und noch tatsächlich im Betrieb sind, sind Sie verpflichtet, ein und also zweimal im Jahr so ein sogenanntes Recurrent Training zu machen. Also da haben Sie dann zwei Schichten, also mit jeweils 4 Stunden, wo Sie auf dem Simulator gewisse Gefahrensituationen üben, die Sie natürlich im Realbetrieb niemals üben möchten. Und wie gesagt, es geht jetzt von dem, was wir dort bei der Lufthansa gelöst haben, geht es um die letzten beiden Schritte, also die Type Ratings und die Recurrent Trainings. Also welches Problem lösen wir jetzt? Von oben betrachtet ist es erstmal relativ einfach. Also wir haben auf der einen Seite 150 Airlines und die schicken ihre Piloten oder ihre Crews zur Lufthansa und mit der Bitte, ein Type Rating zu machen oder Recurrent Training zu machen. Und zwar auf eben genau diesen genannten Cockpit-Simulatoren. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Und in der Mitte haben wir eine Kapazitätsplanungsabteilung, die sozusagen die Tausende von Piloten, die dort jährlich trainieren, auf die Simulatoren so einplanen soll, dass der Umsatz maximiert wird und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit möglichst hoch ist. Der Punkt Kundenzufriedenheit ist insofern wichtig, weil der Markt von Überkapazitäten geprägt ist. Also, also es ist also nicht nur reicht, den günstigsten Preis zu haben, sondern man muss auch entsprechende Kundenzufriedenheit haben. Also man muss den Wünschen der Kunden entsprechen. Ein Ergebnis kann beispielsweise so aussehen. Sie sehen jetzt mit den gelben Strichen, mit den gelben horizontalen Strichen abgegrenzt, sind drei Simulatoren. Und jeder dieser Simulator deckt jetzt 4 Wochen ab. Und jede dieser kleinen Boxen, also sei es jetzt rot oder grau, ist eigentlich eine Trainingssession. Und diese kleinen Puzzleteilchen müssen Sie jetzt halt so anordnen, dass Sie eben zulässige Trainingssessions haben, die wie gesagt zwischen 15 und 40, Einheiten lang sein können. Und die Kapazität des Simulators eben nicht überschreitet. Also ein riesiges Puzzle, vor dem der Planer tatsächlich sitzt. Und das sind nur drei Simulatoren von den 45 Simulatoren, die es insgesamt gibt. Was macht die ganze Sache jetzt, was oder was, was macht das Puzzle jetzt eigentlich schwierig? Wir haben etwa 40 verschiedene Typen von Trainingsrestriktionen. Also die können sowohl harter Natur sein, als auch weicher Natur sein. Und die können eben für jede Crew völlig individuell miteinander kombiniert werden. Dann haben wir auf der anderen Seite die Anfragen und die Kapazitäten der Simulatoren. Plus wir haben gewisse Bereiche in den Simulatoren, die entweder über Maintenance oder über schon verkaufte Schichten eben nicht weiter verplant werden können. Dann haben wir sogenannte Customer Rankings. Also da wird im Grunde genommen gesagt, dass Kunden mit sehr viel Umsatz oder einem sehr hohen strategischen Wichtigkeit tendenziell eher bedient werden, sowohl was halt die Vergabe der Kapazität an sich, als auch was die Erfüllung von weichen Restriktionen anbelangt. Damit kommen wir auch dann schon zu dem vierten Punkt, dass wir jetzt irgendwo messen müssen, wie ist der Erfüllungsgrad der weichen Restriktionen. Und je höher eben dieser Erfüllungsgrad, desto besser ist das für den Kunden. Und das möchten wir eben in erster Linie bei den Kunden machen, die im strategischen Ranking möglichst hoch sind. Dann natürlich gibt es gewisse Pricing-Modelle, also jeder Kunde hat ein individuelles Pricing für seine Schichten vereinbart und wir können grundsätzlich Sachen noch outsourcen und wir müssen Setup-Zeiten berücksichtigen. Also beispielsweise muss neue Software eingespielt werden, neue Pads müssen eingelegt werden und da braucht man eine gewisse Zeit für, die man eben nicht an den Kunden verkaufen kann. Grundsätzlich zusammengefasst ist es eigentlich für einen Planer manuell aufgrund der Komplexität und der Größe auch dieses Puzzles sehr, sehr schwierig, einen Plan zu finden, der den Umsatz maximiert und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit auch maximiert. Also ein riesiges Puzzle. Und was wir dort jetzt halt umgesetzt haben, ist, wir haben ein Optimierungsmodell auf Basis der Optano-Plattform, wo ich gleich noch ein paar Worte zu sagen möchte, implementiert, wo eben ein entsprechendes User Interface halt drüber liegt, sodass man das halt bedienen kann, ohne sich mit Formeln oder Mathematik auseinandersetzen zu müssen. Ja, die Hauptvorteile aus Sicht der Lufthansa waren oder sind, dass sie grundsätzlich jetzt besser in der Lage sind, von zulässigen auch zu wirklich besseren Trainingsplänen zu kommen. Also sie sind halt in der Lage, trotz der Komplexität schnell Lösungen zu finden, die gleichzeitig den Umsatz als auch die Auslastung der Simulatoren verbessert. Auf der anderen Seite brauchen Sie weniger Zeit und können auch zu jeder Zeit
validieren, ob ein bestimmtes Training zulässig ist oder nicht zulässig ist. Was halt schon ein bisschen schwieriger ist, wenn Sie das manuell machen müssen und über 40 Schichten prüfen müssen, ob gewisse durchschnittliche Wochenendanteil beispielsweise gewährleistet ist. Ich hatte schon mehrfach gesagt, wir haben das Ganze umgesetzt mit Hilfe von der Optano-Plattform und Grobi. Optano an sich ist eine Optimierungsplattform, mit der man eben Optimierungsapplikationen sehr schnell erstellen kann, und sie ist erweiterbar und größtenteils auch konfigurierbar. Die Konfigurierbarkeit ist eben zum einen halt auf Basis des User Interfaces gegeben, wo wir eine sogenannte Rapid Application Development Umgebung haben, wo man also Hilfe von Konfigurationen, beispielsweise Tabellenansichten oder Pivotansichten oder Charts definieren kann. Und auf der anderen Seite haben wir eine so ähnlich wie vielleicht andere Tools wie Ample oder OPL eine Modellierungsumgebung, wo man sehr schnell seine Optimierungsmodelle formulieren kann und dementsprechend auch mit den Daten, die man auch für den ersten Teil benötigt, verbinden kann. Nichtsdestotrotz, also wir können natürlich neben jetzt der eigenen Modellierungsumgebung auch beliebige andere Optimierungstools oder Matrix-Generatoren einbinden, also wie Ample, OPL, Python oder was es immer sonst noch auf dem Markt gibt. Diese Sachen nimmt man jetzt, bekommt daraus einen Rich-Client, also eine richtige Applikation. Und die verbindet sich eben mit einem Datenbankserver und mit dem Optimierungsserver, auf dem unter anderem Grobi läuft, sodass man eben die über das Interface dann seine Daten eingeben kann, die auf dem Datenbankserver speichert, seine Optimierungsjobs erstellt, die dann eben automatisch von einem oder mehreren Optimierungsservern gelöst werden. Vom grundsätzlichen Prozess, wie wir das einsetzen. Es orientiert sich genau an den 5 Stufen, die wir vorhin auch schon gesehen haben. Also, dass wir im ersten Schritt ein Team zusammengestellt haben, sowohl von Lufthansa-Seite mit Schlüsselbenutzern, dem Management und der IT, von unserer Seite eben Business Analysten, Projektmanager, OER-Experten und Software-Developer. Dann wurde das Modell spezifiziert, es wurde ein Prototyp erstellt auf Basis der Optano-Plattform, um halt sehr schnell eigentlich validieren zu können, ob die Use Cases, die wir mit dem Kunden besprochen haben, auch genauso umgesetzt werden sollen, wie sie ursprünglich geplant sind. Das macht man halt in mehreren Schleifen, um eben die Spezifikation halt weiter zu verbessern aufgrund des Prototypen-Feedbacks. Dann haben wir auf Basis dieses Prototypen ein Optimierungsmodell erstellt, haben etwa 80% der Features implementiert, haben erste Quick Wins gefunden und hatten dann eigentlich die Aussage nach dieser Proof of Concept Phase: Ja, das funktioniert grundsätzlich. Wir möchten das gerne ausrollen und auch das User Interface komplett ausrollen. Und wenn wir das Ganze jetzt mit Excel oder Python gemacht hätten, hätten wir vermutlich einen Großteil nicht wiederverwenden können aufgrund der Tatsache, dass wir das halt in einer integrierten Plattformumgebung gemacht hatten. Und wenn wir das komplett wiederverwenden, konnten auch sowohl die UI als auch die Modellprototypen nicht so erweitern, dass sie auch für den tatsächlichen Live-Betrieb geeignet waren. Plus die ganzen nicht funktionalen Anforderungen wie Systemintegration, LDAP-Authentifizierung, Sicherheit, Maintainability hatten wir dann ja aufgrund der Basis schon mit dabei und mussten dort auch nichts nochmal neu implementieren. Dann gab es den Go Live und dann Updates werden halt over the air, also so verteilt, dass man eben nicht immer neu paketieren muss. Und genau, da ging es halt darum, noch im Abschluss eigentlich noch mehr User und auch mehr weiteren Nutzenbereich eigentlich zu erschließen. Also zusammengefasst, integrierte Entwicklung ohne einen separaten Prototypen. Ja, vielleicht noch jetzt habe ich schon ein bisschen was dazu Optano gesagt. Ich würde noch ein paar zusätzliche Wörter dazu sagen, was grundsätzlich mit der Plattform eigentlich einhergeht, von dem wir glauben, dass es eigentlich in den meisten optimierungsbasierten Applikationen eigentlich recht nützlich ist. Es geht natürlich darum, dass man in irgendeiner Weise Szenarien managen kann, dass man diese Szenarien im Idealfall in einem zentralen Repository speichern kann oder zumindest in der lokalen Datenbank, aber eben nicht in diversen Excel-Files, sondern man hat halt einen Datencontainer, in dem eigentlich alle Szenarien liegen. Und ein Szenario ist in der Regel so definiert, dass man eigentlich alles, das was in der Eingabedaten für die Optimierung notwendig ist, in dem Szenario vorhanden ist und auch geändert werden kann, sofern man halt über ausreichend Benutzerrechte verfügt.
damit einhergeht und eigentlich, dass Sie automatisch, wenn Sie ein Szenario-Management haben, auch Was-wäre-wenn-Analysen machen können. Also Sie können Szenarien nehmen, können die gruppieren in sogenannte Workspaces und können dann innerhalb dieser Workspaces oder Arbeitsbereiche die Szenarien miteinander vergleichen, also Delta-Analysen machen, absolutes Delta, relatives Delta, um eben eine Aussage zu bekommen, was beispielsweise eine Kapazitätserhöhung in Ihrem Netzwerk bedeutet oder eine Kapazitätsverringerung in Ihrem Netzwerk. Die Applikationen sehen, glaube ich, relativ ähnlich zu dem aus, was man von MS Office kennt, sind relativ einfach zu bedienen. Also wir haben schon Anwendungen ausgerollt, wo wir etwa 1 bis 2 Stunden Training gemacht haben und nach diesem Training die Nutzer in der Lage waren, ihre eigenen Szenarien aufzubauen, zu optimieren und auch die Lösungen zu bewerten. Ich glaube, dieser Punkt hier wird halt oft, insbesondere in Unternehmensanwendungen vernachlässigt, weil sie aber, glaube ich, trotzdem wesentlich sind, weil sie eigentlich die Nutzerakzeptanz sicherstellen. Wenn man eine gute Anwendung hat, die Leute gerne verwenden, dann haben sie ja nicht nur ein gutes Modell, sondern auch ein Modell, was halt häufig angewendet wird. Gut, mit der Plattform einher, das hatte ich mehrfach schon gesagt, geht auch immer, dass wir diese ganzen nicht funktionalen Anforderungen, die für den unternehmensweiten Betrieb notwendig sind, wie beispielsweise getrennte Datenhaltung, Remote-Datenhaltung, Optimierungsserver, Sicherheit und so weiter, eigentlich schon mit integriert sind. Nur um vielleicht mal ein, zwei Screenshots zu zeigen, so sieht eine typische Applikation aus. Auf der linken Seite hat man einen Bereich so ähnlich wie ein Outlook, wo man die Module wählt, wie beispielsweise hier die Workspace-Demo. Es gibt ein anderes Modul im unteren Bereich Production Planning und auch natürlich einen User Manager und den wählt man so ähnlich wie ein Outlook aus und hat dann die Möglichkeit, innerhalb des Moduls seine Masken eigentlich zu sehen. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist eine standardkonfigurierte Pivot-Chart, wo Sie im oberen Bereich einen Pivot-Chart haben, was Sie gar nicht ganz ähnlich zu Excel hin und her schieben können. Also Sie können die Felder hin und her schieben, Sie können unterschiedliche Aggregationslevel wählen und können dann im unteren Bereich für die markierten Daten sich gleichzeitig einen Chart anzeigen. Also wie relativ schnell eine visuelle Darstellung der tatsächlichen Zahlen eigentlich zu bekommen. Dann haben wir sowas wie Szenario-Management. Das sehen Sie jetzt auch im rechten Bereich, wo man eigentlich in so einer Ordnerstruktur seine Szenarien und Arbeitsbereiche ablegen kann und eigentlich in der Lage ist, die Arbeit, die man ansonsten im Filesystem mit ganz vielen Excel-Dateien hätte, in einer integrierten Umgebung eigentlich zu machen. Letzter Punkt zu den Screenshots. Wenn Sie jetzt Szenarien vergleichen möchten, die eben nicht nur über eine Kennzahl verfügen, sondern über sehr viele Kennzahlen verfügen, dann können Sie das im Arbeitsbereich nicht so organisieren, dass Sie viele Kennzahlen auf Basis von sogenannten Spineweb-Diagrammen eigentlich vergleichen können. Und je größer die Fläche eben ist, desto besser ist das Szenario eigentlich verglichen mit anderen Szenarien. Ich habe ja genannt, der gesamte Lifecycle läuft eigentlich folgendermaßen, ganz ähnlich zu den 5 Schritten, die wir ursprünglich gesehen haben, dass wir erst also spezifizieren, dann machen wir einen Modellierungsteil, wo wir 70% der UI und nach Möglichkeit 80 bis 90% des Modells schon definieren und auch mit dem Kunden dann besprechen. Dann kommt eine sogenannte iterative Phase, wo wir die UI und das Modell weiter verbessern, bis wir halt bei einer fast vollständigen UI und einem vollständigen Modell sind. Dann kommt der gesamte Schritt mit Systemintegration, also Interfaces, Integrationstest, User Acceptance Testing, sodass wir halt am Ende von Phase 4 eigentlich eine Software haben, die fertig für die Produktion ist und in Phase 5 dann Nachttraining und nach Hypercare-Phase dann im Live-Betrieb eigentlich endet. Sagt ganz, ganz grob, Projekte sind ja immer individuell, aber zeigt eigentlich so die grundsätzliche Herangehensweise, die wir mit Optane oder auch vielleicht mit jeder anderen plattformbasierten Software machen würden. Ja, Zusammenfassung, was wir glauben, als wesentliche Punkte eigentlich für uns gelernt zu haben. Vielleicht hilft dem einen oder anderen das in seiner täglichen Arbeit, in seiner Organisation dann vielleicht auch weiter. Wir glauben, dass es grundsätzlich Sinn macht, den dargestellten Prozessen zu folgen, auch wenn die Versuchung natürlich immer sehr groß ist, von dem Prozess ein Stück weit abzuweichen und vielleicht auch schneller zum Ziel zu kommen. Aber die Arbeit, die man am Anfang mehr macht, zahlt sich am Ende, glaube ich, dreifach aus. Plattformbasierte Applikationen allgemein sind ein guter Weg, um die Zeit und den
den Aufwand, den Sie brauchen, für nicht um die zur Implementierung von nicht funktionalen Anforderungen. Das ist ein guter Weg, um dann eine Balance eigentlich zu finden. Und ich glaube auch, dass nicht funktionale Anforderungen oft vernachlässigt werden, dass sie aber eigentlich wesentlich für den Projekterfolg einer unternehmensweiten Optimierungsanwendung sind. Als vierten Punkt glauben wir, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, externe Expertise hinzuzuziehen, wenn man nicht alle Rollen, wie beispielsweise den Business- und den OR-Analysten, den Software-Architekten, den Datenbank-Architekten und natürlich auch den Software-Tester, wenn man das nicht alles intern hat oder intern nicht die Expertise hat, macht es Sinn, für den einen oder anderen Bereich jemanden hinzuzuziehen, der einen unterstützt. Gegebenenfalls ist aber auch, wenn man über die entsprechende Infrastruktur verfügt, schon viel vorgegeben, aber trotzdem sollte man sicher sein, dass man jede der Rollen eigentlich entsprechend besetzt hat. Ja, dann bedanke ich mich bei allen und nochmal darauf hinweisen, dass wir grundsätzlich natürlich gerne bereit sind, mit Ihnen über Ihre Planungsherausforderungen zu sprechen, Ihre Optimierungsmöglichkeit zu finden. Jedenfalls natürlich auch, was vielleicht ein guter Weg sein kann, Ihre schon existierenden Anwendungen auf ein Enterprise-Niveau zu heben. Ja, sprechen wir uns gerne an und ja, wir freuen uns immer auf Post und interessante Gespräche.